Stichwort das Weinen der Götter. Was heißt das? Ja, der erste weltliche Dichter Chinas ist der große Du Fu, der im 8. Jahrhundert gelebt hat. Und er ist der erste, den man nicht mehr einfach von der Religion her verstehen kann. Jemand, der den Buddhismus kennt, aber ihm eigentlich fernsteht, der mit dem Schamanismus auch nichts zu tun hat, der auch mit dem Daoismus, der ja auch eine religiöse Seite hat, nicht viel anfangen kann, der eher vorgreifend schon auf die Neuzeit Konfuzianer ist. Und er war, wie viele andere, auch der Auffassung, dass jemand, der das Wort richtig zu handhaben weiß, all die heiligen und geistigen Kräfte, die im Weltraum vorhanden sind, ansprechen kann und dass sie sich durch das Wort betroffen fühlen und dass sie darüber aus Freude, aber auch aus Trauer an Wert verloren zu haben, in Tränen ausbrechen. Das heißt, es ist ein Verkehr, nicht nur unter Menschen, ja, durch die Poesie, auch der weltliche, auch mit dem Kosmos, mit den Göttern. Ja, auch ja? Der weltliche Du Fu spricht noch in der Sprache der Antike und des Mittelalters, wenn er sich selber so würdigt. So, das also durch den guten Vers, ja, durch den Ausdruck der Sprache, ja, auch der Mensch sich selber herstellt. Ja, nicht, ja, ja, sich selber wieder in eine Beziehung setzt zum Himmel, zum Kosmos und zum Göttlichen. So, das Maßverhältnisse, ja, ja, nicht? Und nicht bloß Ausdruck. Ja. Nein. Nein, Dichtung ist etwas Aktives, was auch seit Auffassung des Frühmittelalters dazu beiträgt, den Menschen zu heilen, sowohl seelisch als auch körperlich. Das Wort heilt. Eben wie meinetwegen Odyssee und Ilias gibt es da nicht. Nein, das ist das Verwunderliche. China fängt mit dem Gedicht an. Aber es ist ein Gesang, der ursprünglich im Tempel gesungen wurde. Aber dieser Gesang im Tempel ging nie über viele Verse hinaus. Die Epik war den sogenannten Minderheiten vorbehalten und wir können sagen, dass etwa ab dem 13., 14. Jahrhundert auch in China, aber nur bei den Minderheiten, eine Epik, das Epos, vorliegt. Das heißt, sie wehren sich, ja, gegen den Oktroi der Mehrheit, ja, indem sie sich ausdrücken, indem sie etwas dagegenhalten. Das kann man so interpretieren. Die Besiegten machen die Epen. Ja, das ist eine gute Interpretation. Jetzt gibt es hier einen ganz dicken weiteren Band, das traditionelle chinesische Theater, vom Mongolendrama bis zur Pekingoper. Was ist das Mongolendrama? Ja, das Mongolendrama ist streng gesehen nicht das ganz richtige Wort. Ich habe es bewusst so gewählt. Warum? China hat plötzlich im 13. Jahrhundert, als es von den Mongolen besetzt ist, ein perfektes Theater vorzuweisen. Plötzlich, also da kommt eine Okkupation von außen. Ja, ja, aus dem Nichts gibt es plötzlich 160 Theaterstücke, von denen viele Furore gemacht haben, auch in Deutschland. Bertolt Brecht ist ohne den Kreidekreis, der damals im 13. Jahrhundert geschrieben wurde, gar nicht vorstellbar. Und auch Goethe ist vom chinesischen Theater des 13. Jahrhunderts beeinflusst. Es gibt für das Theater des 13. Jahrhunderts einen Fachausdruck, der ist allerdings so komplex und so unstimmig, dass ich ihn bewusst nicht gewählt habe, sondern eher diese populäre Wendung. Da weiß jeder Bescheid. Wie heißt das komplizierte? Zazü. Das heißt ein gemischtes Spiel. Aber dieses Wort wurde auch Jahrhunderte vorher verwendet und bedeutete auch Varieté und gar nicht Theater. Und jede Zeit verwendet dieses Wort in einem anderen Sinn. Später wird es sogar verwendet im Sinne der Romanze, die nun etwas völlig anderes ist als das Mongolendrama. Und deswegen habe ich einfach Mongolendrama gewählt, weil da weiß man im Deutschen, aha, das ist nur das 13. Jahrhundert und sonst nichts. Wenn Sie mal ein Beispiel für ein Stück aus dem Mongolendrama. Ja. Ja, eines der bekanntesten ist eben der besagte Kreidekreis, der aber nicht das beliebteste Stück in China ist. Da wird ein weiser Richter gebeten, ein Urteil zu fällen. Zwei Frauen streiten sich um das Kind. Jede Frau behauptet, das Kind sei das ihre. Und der Richter kommt dann auf die Idee, eben dieses Kind in einen Kreis, in einen gemalten Kreis stellen zu lassen. Sie dürfen, daran zerren. Sie dürfen ja. daran zerren. Und die Mutter ist daran erkennbar, dass sie das Kind nicht verletzt. Richtig. Und so
fällt der weise Richter. Das ist eine Wandergeschichte, ja. Nicht? Das ist eine der schönsten Geschichten eigentlich über den Planeten. Ja, es gibt sie schon in einer frühen Form im Indischen. Und Sie sagen, das ist nicht das Beliebteste. Was wäre das Beliebteste oder Bekannteste in China? Das Beliebteste ist die sogenannte Westkammer. Was ist das? Das ist eine große Liebesgeschichte, die schon einmal in Novellenform während der Tang-Zeit vorgeschrieben worden ist. Und da hat ein Theatermann, man weiß nicht genau, ob einer oder zwei, das Sujet wieder aufgegriffen. Ein junger Scholar begegnet einer Schönen in einem Tempel und verliebt sich in sie. Und sie ergreift die Initiative gegen alle Regel und Moral der Gesellschaft, indem sie ihn, nachdem sie sich lange gewehrt hatte, durch Gedichte zu ihm lockt, beziehungsweise ihn durch die Zofe kommen lässt. Und die beiden genießen die Liebe in höchsten Freuden. Aber die Mutter, die dann das Verhältnis entdeckt, möchte die beiden trotzdem nicht heiraten lassen. Und so müssen denn viele Wunder geschehen, dass die beiden zu guter Letzt doch zueinander finden. Was wir hier geliefert bekommen, ist ein ganz anderes Frauenbild als das, was die Sinologie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch vermittelt hat. Wir haben ja immer erzählt, die Frauen sind unterdrückt, sie ergreifen keine Initiative. Und es ist faszinierend zu sehen, dass das chinesische Theater einen völlig neuen Frauentypus kreiert. Eine starke Frau, stärker als der Mann, die genau weiß, was sie will und die ihren Weg geht und die sich nicht immer unterdrücken lässt und sich nicht immer alles sagen lässt, sondern auch aufbegehrt gegen den Vater, was sie eigentlich nicht darf, und den Vater zur Rede stellt, sodass der Vater gezwungen ist, sich zu ändern. Das war für mich die große Überraschung, als ich diese Geschichte schrieb, dass ich mein herkömmliches Bild von der chinesischen Frau völlig ändern musste, zumindest in der Literatur. Haben diese Stücke Akte oder viele Szenen? Das Mongolendrama, das ist das Großartige, hat eine klare Abfolge von 4 Stücken in der Regel. Die ersten beiden Akte, muss ich sagen, nicht Stücke, die ersten beiden Akte stellen das Thema Vorführendes weiter. Der 3. Akt bringt eine Wende, die Krise, und im 4. Akt hat die Krise gelöst zu werden und alles hat in Wohlgefallen aufgelöst zu werden. Der Sklave seines Geldes, was ist das? Das ist ein Theaterstück, das sehr stark buddhistisch angehaucht ist. Das traditionelle China konnte mit dem, was heute in China gang und gäbe ist, mit dem Geldverdienen nicht viel anfangen. Arm sein und in der Armut beständig. Arm sein und später erfolgreich, das sagt der Konfuzianismus. Und der Buddhismus lehrt Ähnliches. Der Mensch hat sich von innen her zu bilden, hat zu erkennen, dass das Sein leer ist und das Sein ist geprägt durch das Geld und das Geld ist leer. Und hier erlebt eben ein Reicher durch buddhistische Belehrung, dass sein dem Geld gewidmetes Leben nichtig ist. Das Töpfchengespenst mit der tönernen Stimme. Das ist ein in China sehr beliebtes Theaterstück. Da wird ein Kaufmann gewarnt, sich fernzuhalten 100 Tage von daheim, weil ihm Ungemach droht. Er geht weg, aber er hält es in der Fremde nicht aus und kommt am 99. Tag auf die Idee, wieder heimzukehren. Na, da geschieht natürlich genau das, was geschehen muss. Er kehrt unterwegs ein und er wird von dem Wirt umgebracht und sein Leib kommt in einen Nachttopf. Beziehungsweise die Überreste seines Leibes kommen in einen Nachttopf. Und nun fängt der Nachttopf an zu rumoren, sodass die Umwelt aufmerksam wird und entsprechend ein Richter eingreifen muss. Kein großes Stück, aber sehr beliebt. Herbst im Hahnpalast. Das ist ein erstaunliches Stück, weil es nämlich nur zu interpretieren ist mit Peter Schondys Theatertheorie und mit Wolf Lepenys großer Deutung der Schwermut als einer Art Handlungshemmung. Es gab im 8. Jahrhundert einen berühmten chinesischen Kaiser, der seiner Nebenfrau völlig verfallen war. Und als das Reich im Untergang begriffen war, zwang ihn der Hof, mit ihr zu fliehen. Und unterwegs zwang ihn die Soldateska, von der Nebenfrau Abschied zu nehmen. Und sie musste sich umbringen. Und er hing ihr dann unentwegt nach und saß nur in seiner Kammer herum und sehnte sie sich wieder herbei. Er beauftragte einen Magier,
sie zu finden. Und dieser Magier konnte sie im Universum finden. Und sie konnten dann in einem jenseitigen Reich wieder vereint werden. Und das Interessante an diesem Stück ist, dass dieser Kaiser zu keiner Handlung befähigt ist. Er ist nur befähigt, sich zu sehnen. Und die Sehnsucht ist das, was ihn von Grund auf erfüllt. Die Gegenwart ist ihm zuwider. Und solche Typen finden wir im 20. Jahrhundert bei Tschechow und anderen. Aber wir finden sie in China schon im 13. Jahrhundert, wobei ich gerechterweise sagen muss, die Stücke des 13. Jahrhunderts sind alle während der Ming-Zeit in den nachfolgenden 2-3 Jahrhunderten bearbeitet worden. Und eigentlich finden wir diese sich sehnenden Gestalten eher im 15., 16. Jahrhundert, denn im 13. Jahrhundert möglicherweise findet da eine Transplantation statt. Aber auch dann noch wären diese Gestalten voller Handlungshemmung ganz ungewöhnlich für die Geschichte des menschlichen Geistes. Da gibt es die Rückkehr der Seele, deutlich später jetzt, ein ganz späteres Stück. Ja? Was heißt das? Offenkundig hat die Seele gravitative Kraft. Ja, die Rückkehr der Seele, das ist eines der bedeutendsten chinesischen Theaterstücke überhaupt. Die deutsche Übersetzung lautet die Rückkehr der Seele. Es gibt eine deutsche Übersetzung schon seit ungefähr 70 Jahren. Leider nicht gut zugänglich. Sehr, sehr gut von Vinzenz Hundhausen in den 30er Jahren in Peking mit chinesischer Hilfe übersetzt. Normalerweise reden wir da von dem Peonien-Pavillon. Und hier findet auch etwas Erstaunliches statt. Die Philosophie der Sehnsucht, die heute zum Beispiel der Philosoph Hohgräber an der Universität auf der Basis von Schelling, dem Großidealisten, wieder begründet, findet sich hier in der Praxis zur Anschauung gebracht. Eine junge Frau träumt von einem Liebhaber und gibt sich ihm im Traume hin. Und sie ist so erfüllt von ihm und von dieser Liebe, dass sie stirbt. Und der Liebhaber träumt auch von ihr. Und er kommt an ihrem Grab vorbei und sieht ihr Bild und verliebt sich in dieses Bild. Und sie, die in der Unterwelt weilt, darf zurückkehren. Und es gelingt beiden, sich erneut im Traume zu vereinigen und durch die Liebe ins Leben zurückzukehren. Sie feiert eine Auferstehung, aber sie will dann eine bürgerliche Trauung und muss ihren Vater aufsuchen. Und dieser Vater erklärt die beiden für schwachköpfig, und zwar deswegen, weil er sagt, niemand kann auferstehen vom Tod. Und beide sind der Auffassung, die Liebe bringt es fertig, dass die Toten auferstehen, ganz wie im christlichen Sinne. Und unter Umständen bei Orphos und Eurydike, ja, dieses eigenartige Verbot, dass er sich nicht umsehen darf, ja, das ist sozusagen der Realismusverbot. Ja. Da kommt der Vater und sagt, euch gibt's ja gar nicht, ihr seid zwei Gespenster der Liebe. Ja? Eigentlich ist die Menschheit zweimal entstanden. Ja? Ja. Einmal in China, einmal bei uns. Ja? Deswegen habe ich ja immer wieder, versucht, auch meine Geschichte der chinesischen Literatur von der Weltliteratur her zu schreiben und die chinesische Literatur in die Weltliteratur einzubetten. Jetzt hier der weiße Hase, was ist das? Der weiße Hase ist eine merkwürdige Geschichte. Ein Ehepaar miteinander verheiratet, kommt aus irgendwelchen Gründen nicht klar. Der Mann geht in die Ferne. Die Frau wird von der Schwiegermutter versklavt. Der Mann heiratet eine andere. Das Kind wächst dann in der Familie der zweiten Ehefrau auf. Und ein Hase trägt dem Kind die Geschichte der Mutter zu. Und so finden Mutter und Sohn wieder zusammen. Und sie, die Mutter, geht dann auch zurück zu ihrem Mann und erzählt ihm die Geschichte, sodass die drei dann, beziehungsweise die vier, miteinander vereint sein können. Wie empfindet ein moderner Chinese so ein Stück? Wahrscheinlich genauso merkwürdig wie wir auch. Die Chinesen haben bei den vielen Theaterstücken, die uns überliefert worden sind, eine bestimmte Vorauswahl getroffen. Immer wieder wird das Westzimmer gespielt, immer wieder wird der Peonien-Pavillon gespielt. Es gibt im Grunde genommen nur so 6 bis 10 Stücke, die immer wieder aufgeführt werden. Von vielen anderen Stücken hat man dann manchmal nur Kenntnis durch das Abendland, zum Beispiel die Weise von Zhao, die Goethe sehr stark beeinflusst hat.
Was ist da der Inhalt? Da hat ein Böser eine ganze Familie hingerichtet, aber ein Kind am Leben gelassen, das er aufzieht als sein eigenes Kind, und Adoptivvater und Vater und Sohn verstehen sich sehr gut, aber ihm gelingt Kunde von dem schrecklichen Geschehen in der Vergangenheit und er tötet dann seinen Vater, weil nach chinesischer Auffassung Rache eine Tugend ist. Und es muss jedem geschehen, was seine Taten wert sind. Ja. Das ist eine Frage des Gleichgewichts. Ja? Aber der europäische Geist hat da umgedacht und hat das Stück in der Vergangenheit umgeschrieben, in Frankreich und auch noch an anderen Orten. Und dieses Umschreiben hat in China auch dazu geführt, dass man das Stück aufgeführt hat mit einer neuen Fassung, dass nämlich der Sohn auf die Rache verzichtet. Tatsächlich ist es so, dass das Stück, das auf die Rache hinzielt, im Grunde genommen das Wichtigste, womit es punkten könnte, weggibt, wegschenkt. Und zwar deswegen, weil der Adoptivvater sich wirklich um den Sohn bemüht hat und man kann ihm in seinem Verhältnis zu diesem Adoptivsohn nichts Schlechtes nachsagen. Ganz das Gegenteil, man muss das Beste sagen. Und da hätte eigentlich der Sohn auch mal drüber nachdenken können, was er nicht tut. Er ist völlig verblendet, blind in seiner Rache. Wenn Sie die Peking-Oper einmal beschreiben, die ja hier auch ein Kapitel enthält. Die Peking-Oper ist ja etwas sehr Eigenartiges. Seit wann gibt es die? Die entsteht mehr oder minder mit dem Jahr 1792. Und zwar hat sie kultischen Charakter. Der Pekinger Hof wollte unbedingt sich öffentlich zur Schau stellen, vor allen Dingen aus Anlass von Geburtstagen oder aus Anlass von ausländischen Delegationen. Und man bat dann aus allen Provinzen die besten Schausteller nach Peking. Und dort haben sich dann die verschiedenen Stile gemischt. Und es kam dann nicht mehr auf Inhaltliches an, es kam dann nur noch auf den Kult an. Sodass also die Pekinger Oper im Grunde genommen kaum mehr in der Lage ist, neue Inhalte zu gestalten. Sie gestaltet alte Inhalte. Aus Anlass alter Inhalte, das Beste der Akrobaten, ja, das Beste, das, was die Musik kann, ja, das Beste, was das Eigenartigste, was Sänger intonieren können, so etwa. Ja, die Pekinger Oper tendiert wieder zum Ursprung des chinesischen Theaters zurück, das sich dem Varieté verdankt. Und typisch ist auch, dass eben entsprechend im 19. Jahrhundert bei Umzügen, theatralischen Umzügen, Tiere mitgeführt wurden, wie Elefanten und Tiger und Löwen. Also Zirkus. Ja, eigentlich eher Zirkus. Und es wurde sehr viel Wert gelegt auf Akrobatik. Und die heutige Pekinger Oper zeichnet sich durch eine atemlose, atemberaubende Akrobatik aus. Und das ist nicht im Sinne des Mongolendramas oder der Romanze. Der Peronien-Pavillon ist zum Beispiel die berühmteste Romanze aus der Ming-Zeit. Eine Romanze hat ungefähr 50 Akte. 50 Akte und mehr. Und eine Peking-Oper? Beliebig. Beziehungsweise man führt eine Pekinger Oper gar nicht ganz auf, sondern verhacktstückt sie zu vielen verschiedenen Szenen, die man verschiedenen Stücken entnommen hat. Sie sind ja auch Übersetzer von einem modernen Dichter, Lu Xun. Ja? Wie wird er ausgesprochen? Lu Xun. Lu Xun. Ja. Ja. Beschreiben Sie mir den mal. Lu Xun ist der Vater der modernen chinesischen Literatur, aber es gibt auch eine Mutter der modernen chinesischen Literatur, damit man mir nicht verargt. Diese heißt Bing Qin, kaltes Herz, und war eher in der Lage, gute moderne chinesische Lyrik zu schreiben, als Lu Xun. Lu Xun konnte keine moderne Gedichte schreiben, er konnte nur klassische Gedichte schreiben, aber sein Verdienst liegt woanders. Sein Verdienst liegt in der Kreation einer neuen chinesischen Hochsprache um 1919. Sein Verdienst. Also wie Puschkin für Russland. Ja. Ja. Er schreibt ein großartiges Chinesisch. Kein chinesischer Autor ist in der Lage gewesen, in den letzten 100 Jahren so hinreißend zu schreiben wie er. Eine sprachliche Brillanz, eine gedankenreiche Tiefe ohne Gleichen. Können Sie mal einen Vers von ihm, ein Gedicht oder was? Naja, er ist ja nicht stark in der Lyrik. Also in der klassischen Lyrik ist er brauchbar. Ja. Aber sein Verdienst liegt in der Erfindung der modernen chinesischen Kurzgeschichte, in der Erfindung des modernen chinesischen Essays. Wie beginnt eine Kurzgeschichte von Lu Xun? Das Tagebuch des Verrückten, das ist die berühmteste Geschichte, beginnt mit diesem berühmten Ausspruch:
Es scheint heute kein Mond. Und wir müssen den Mond im neokonfuzianischen Licht verstehen als ein zaghaftes Licht der Aufklärung. Wir dürfen das aber jetzt nicht übertreiben. Dass es in China dunkel geworden ist und dass die Menschen sich nach der Helligkeit, nämlich nach der Helligkeit des Westens, sehnen. Und Lu Xun war es ja, der immer wieder gesagt hat, lest keine chinesischen Bücher, lest westliche Bücher. Und er selber hat Deutsch und Japanisch gelernt. Und er kennt sich natürlich in der chinesischen Tradition aus wie kein Zweiter. Aber er kennt sich auch in der westlichen Tradition aus wie kein Zweiter. Und er verdankt sehr viel Nietzsche. Und er hat auch auf der Basis der Lektüre von Nietzsche das moderne chinesische Langgedicht geschaffen. Was heißt das Langgedicht? Man schrieb in China normalerweise Gedichte, die nicht über 4, 8 oder 16 Verse hinausgingen. Bei 16 Versen war in der Regel schon Schluss. Und er schreibt eben ein modernes Prosagedicht, wie es in Frankreich kreiert worden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ob er selber wirklich auch in der Nachfolge der französischen Dichtung steht, das bezweifle ich. Aber er hat vorgegriffen auf etwas, was bei den heutigen, gegenwärtigen chinesischen Dichtern sich großer Beliebtheit erfreut, nämlich das Verfassen eines Langgedichtes. Lu Xun steht für einen neuen Geist, für den Geist der Aufklärung. Er hat etwas Unerbittliches. Er ist wesentlich auch geprägt vom Gedanken der Rache, was ich ihm nie verzeihen kann. Er hat auf dem Totenbett noch gesagt, er wird niemandem vergeben, der sein Feind ist. Und da hätte er eigentlich mal vergeben dürfen. Er war damit leider sehr erfolgreich, bis in die Kulturrevolution hinein, wo sich viele auf ihn berufen haben, dass man jemandem, dem Unglück widerfahren ist, nicht hilft, sondern weiter schlägt. Das Großartige an Lu Xun, und deswegen sollte man ihn immer noch lesen, ist, er wusste, dass die Moderne keine einfache Sache ist und dass die Moderne vielleicht den Menschen in noch mehr geistige und seelische Nöte treibt als die Tradition. Die Kulturrevolution war blind. Sie hat ihre Ursprünge und die Gefahren der Moderne nicht bedacht. Lu Xun litt ein Leben lang an Schwermut, ja sogar an Depression. Und eines seiner Lieblingsworte ist langweilig. Ich fühle mich gelangweilt. Und dieses Wort wird völlig übersehen von den chinesischen Interpreten, die ihn immer verstehen als den Vorkämpfer der chinesischen Revolution, was in meinen Augen völliger Unsinn ist. Sie sind ja sozusagen, was Zeiten betrifft, durch diese 3000 Jahre Perspektive, ja, immer wieder als Sinologe gehalten, ja, dieses Ganze zu sehen. Ja. Nicht? Und dieses für schnelle Bewegungen, ja, in den nächsten 4 Jahren, ja, wird sich die Welt ändern, unbrauchbar. Ja. Sind Sie beliebt in China? Sie haben einen hohen Preis gewonnen. 2 sogar. Ja, den höchstdotierten.